Hallihallo, herzlich willkommen in einer wunderschönen neuen Folge. Wir machen weiter. Ich habe Schichtende. Ich müsste rüber zur Wache fahren. Ich müsste noch einmal messen. Das noch hinkriege. Einmal messen noch. Bitte, 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 bitte. Ja, gut, dann muss ich halt jetzt raus. Schade, weil ich habe eigentlich 4 von 5. Nicht von 5 von 5. Ja, da muss ich dann halt gucken. Ich habe niemals Schichtende angefordert, aber... Zentrale am Norbert Moor 01. Fahren Sie zur Wache Moor. Ah! Alter Schwede. Aber die Lenkung ist erstaunlich besser geworden. Die haben ja am 24. haben die einen Patch rausgebracht. Da ist echt fahrbar geworden, muss ich echt loben. Man kann jetzt viel besser lenken, wie ihr auch seht. Ich mache jetzt kaum Unfälle. Und es macht auch keine ruckartigen Bewegungen mehr. Also, ich muss schon loben. So, 120, da wäre jetzt sowas von egal. Ein Schichtende machen muss, dann fahre ich schnell rein, um mir einen Kaffee und einen Döner und so zu geben. Und einen Donut. Ahaha. Ich habe niemals Schichtende angefordert, aber. Geschwindigkeit müssen 4 von 5. Komm ja, park hier. Egal. So, dann auf jeden Fall go die Wache betreten. Okay, 4 von 5. War mein Schichtende zu Ende. Oh, ich muss schon. Jetzt muss ich 5 Fahrzeuge untersuchen. Dann nehme ich doch. Dann steige ich ein. Bitte einmal so. Funkstatus. Einsatzbereit auf Wache. Und los geht's. Ui. So. Status. Alles bereit über Funk. Norbert Moor 2, an Zentral, komme zur Wache. Suchen wir mal die Fahrzeuge. Zentrale am Adler Moor 01. Achtung, es wurde gemeldet, ein Fahrzeug hätte einen Schaden erlitten auf der A32 in Richtung A42. Fahren Sie dorthin und nehmen Sie die Daten auf. Haben wir irgendwas hier? Gar nicht. Ah ja, gut. Aktion. Fahrzeug rauswinken bitte. Ah, jetzt endlich ran. Ja, geht doch.
kurz vor Map-Ende, ey. Warum nehme ich telefoniere? Das ist ein Delikt. Also. Status. Ganz gerne mal fragen, ja, weil sie wissen die, warum ich sie raus im Verkehr gezogen habe. Oh, Köln, bloß ein Schimmer. Ja. Ein Delikt. Genau, die haben nämlich mobil telefoniert. Oh, das ist jetzt aber nicht gut. Danke, dass sie auf mich aufmerksam gemacht haben. Dokumente bitte. Vielen Dank. Ah, oh, auch noch. Die Hohenzollern GmbH. Mir Scherer. Okay. Ich möchte gerne Auskunft über das Fahrzeug. Alles klar. Personenfunk. Klingt nichts vor. Ich schaue sie mir mal an. Kann nichts Verdächtiges erkennen. Gucken wir mal den Ausweis an. Alles klar. Warndreieck. Ist hinten verstaut. Bogen. Nein, na gut. Verbandskasten. Findet sich im Kabinenbereich. Sehr gut. Alkohol. Ein paar Glas Wein. Okay. In Ordnung, den soll ich lieber nachgehen. Verbundene Gegenstände. Nö. Glauben wir ja das mal. Machen wir trotzdem einen Probentest. Negativ. Alkoholtest. Pusten wir. Negativ. Das ist auch mal ganz gut. Und ja, jetzt haben wir ja nichts mehr. Schauen wir mal den Fahrer nochmal an. Nichts Verdächtiges. Ich gucke mal das Fahrzeug an. Ja. Kofferraum kontrollieren. Alles klar. Das ist hier. Ist in Ordnung. Gut. Viel tief. Oh, 1,7, das ist wenig. Das ist verdammt. Oh, ich will da diese. Öffnen wir mal. Die sind unsicher, gell? Okay? Okay. Gültig. Alles klar, da kann ich jetzt nicht wiegen, das ist nämlich doof. Kann ich öffnen? Wozu? Oh. Gut, alles klar. Trotzdem Delikt, weil Bußgeld und eine Mängelkarte ausstellen, weil nicht ausreichend gesicherte Ladung, 35 Euro, Mobiltelefon, ja, alles klar. Ja, die Lichter habe ich nicht überprüft. Ja. Und die Achsen nicht gebogen, wie immer. Die Achsen nicht gebogen, ja, wie soll ich, hätte ich wiegen können, wenn der an der Leitplanke steht. Wirklich, das ist Funkstatus, frei über Funk. So, und let's go. Ich glaube, bei 10.000 kriege ich so ein wieder ein Zentrale am Adler Moor 01. Da oben.
Dann bitte Signal. Funktionen nicht. Signal. Zentrale an Norbert Mohr, 01. Melden Sie sich. Na, es läuft aber schon ein bisschen besser. Normalerweise müsste ich in eine andere Richtung fahren, nämlich nach oben. Aber das macht doch schon. Ist schon mal ganz gut. Zentrale an Cabella Summe 02. Fahren Sie zur Wache Moor. Habt ihr das gesehen? Aber da hoch muss ich fahren. Ja, Leute, habt ihr mal was von der Rettungsgasse gehört? Ja, auch noch abbremsen. Zentrale an Norbert Mohr, 01, fahren Sie zur Wache Wald. Meine Güte. Oh, mach ich jetzt hier mal ein paar Schirr raus. Zentrale an Cabella Sum 02. Fahren Sie zur Wache Moor. Ja. Dann mal hier rum. Und zwar in die Richtung wahrscheinlich. Wenn es mich jetzt nicht täuscht. Ja. Da ist es. Gut. Und ein paar Gegenstände auf der Fahrbahn. Oh ja. Pylone. Wo stellt man die denn auf? Verkehrssicherung halt. Meine Güte. Immer diese Verkehrssicherung. Dann immer dieses Rumfahren. Immer dieses korrekte weiter. Da steht sogar Gefahr. Und dann alles akkurat hinstellen, bitte. So. 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 Alles mal ein bisschen hier zackig machen, ja. So.
und einsteigen und berichten, ob alles weg ist. Und nebenbei die Motorhaube aufmachen und ja. Wir haben nicht zuerst den Unfall gesichert. Na gut. Da würde ich dann sagen, war das erstmal für diese Folge. Und ja. Zentrale an Adler Moor 01. Vorsicht. Es wurde gemeldet, ein Fahrzeug hätte einen Schaden erlitten auf der A28 in Richtung A32. Ja. Gewährleisten Sie schnell den normalen Verkehrsablauf. Genau. Das war's dann erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen oben. Und ich sage fürs Erste Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bye, bye.